Willkommen bei Kirche zu Hause. Wir feiern den letzten Sonntag des Kirchenjahres, den Ewigkeitssonntag. Ich wünsche uns allen, die wir über YouTube miteinander verbunden sind, eine gute und gesegnete halbe Stunde. Ewigkeit. Was ist das? Warum sollte uns das interessieren? Wir lesen darüber im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes. Ich lese aus Kapitel 21, die Verse 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Wir sind auf dem Thalheimer Friedhof. Ich liebe diesen Ort, denn er ist nicht nur ein Ort des Abschiednehmens, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Lebens. Der Weg hier verbindet die angrenzende Siedlung mit dem Ort. Täglich laufen hier die Schüler und die Kindergartenkinder mit ihren Eltern. Man trifft sich und man spricht miteinander. Zwölfmal stand ich in diesem Jahr hier, um Abschied zu nehmen. Mit den Familien, mit der Gemeinde. Abschied von Menschen, die mir mittlerweile sehr lieb geworden sind. Abschied unter erschwerten Bedingungen, wie überall in unserem Land. Wenn ich über den Friedhof gehe, denke ich an alle diese Menschen.
Es ist November. Das Laub ist längst von den Bäumen gefallen. Der Winter kommt. Zu keiner Zeit spüren wir mehr die Vergänglichkeit der Schöpfung und auch unseres Lebens. Wir fragen nach den letzten Dingen. Als Christen bekennen wir, dass Jesus wiederkommt und gehen vielleicht mit gemischten Gefühlen darauf zu, mit der Frage, wie wird das für mich ausgehen? Ich habe mittlerweile eine Bank gefunden, auf die ich mich setzen möchte. Hier werde ich meine Predigt zum Ewigkeitssonntag halten und vielleicht, hoffentlich, auch auf diese Frage eine Antwort geben. Liebe Gemeinde, wir haben die Worte aus der Offenbarung des Johannes gehört. Heute öffnet sich für uns ein Fenster. Ein Fenster, das uns den Blick freigibt für das, was auf uns wartet. Am Ende der Zeit. Wir dürfen einen Blick in den Himmel werfen. Und was uns da erwartet, ist überwältigend. Es ist, als ob der Vorhang sich öffnet für den letzten Akt der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Da geschieht etwas Umwälzendes, nie Dagewesenes. Und nachdem sich der Seher Johannes durch alle die Bilder der Offenbarungen durchgekämpft hat, die das Ende dieser Welt und ihrer Geschehnisse beschreiben, hört er nun Gottes Stimme. Gott selber spricht zu ihm: Johannes ist beim Thron Gottes angekommen. Was Johannes da zu hören bekommt, ist ein starker Trost für uns alle. Ich will es in drei Gedankenkreisen zusammenfassen. Der erste Kreis: Gott mit uns. Wir kennen den Gott mit uns, den schon der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Wir nennen ihn auch den Immanuel. Mit uns ist Gott, so die Übersetzung aus dem Hebräischen. Wir feiern seine Ankunft jedes Jahr an Weihnachten. Wir lieben Weihnachten und die Zeit davor und danach. Da liegt so ein wohltuender Friede auf unserer Welt. Wir spüren das damals im Stall von Bethlehem bei aller Unscheinbarkeit etwas ganz Großes geschehen ist. Gott ist uns Menschen ganz nahe gekommen. Das ist der Friede, den wir spüren, die Nähe Gottes. Als der Auferstandene sagte Jesus seinen Jüngern: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auch wenn er nicht sichtbar unter uns ist, er ist da mit seiner verändernden und neu schaffenden Kraft. Er lässt uns nicht allein, er ist immer bei uns, immer mit uns, immer für uns. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Am Ende dann, wenn Jesus wiederkommt, wird jede Trennung aufgehoben sein. Endlich werden Schöpfer und Geschöpf so nah zusammen sein wie am Anfang der Welt, bevor das Misstrauen seinen Einzug hielt. Gott wird bei seinen Menschen wohnen, in der Hütte, im Zelt, auf Augenhöhe. Das ist wie ein großes Familientreffen. Vater, Mutter, Kinder, alle haben Zeit, alle können kommen, alle sind da. Zu Hause. In der Ewigkeit Gottes anzukommen, ist ein großes Nachhausekommen. Nach Hause, heim zum Vater. Dahin, wo man hingehört.
wie eine Heimkehr nach langer, langer Zeit in der Fremde. Mein zweiter Gedanke: Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Was wird in dieser Welt alles geweint? In einer Sekunde, in einer Minute, in einer Stunde, an einem Tag, einem Monat, einem Jahr. Wie viele Tränen wird Gott zählen und in seinen Krug sammeln? Die offenen und die im Verborgenen geweinten. Was wurde in diesem Jahr schon geweint? Corona wurde zu einer Herausforderung für die ganze Menschheit. Die Pandemie hat uns überfallen wie ein Dieb in der Nacht. Wir waren nicht vorbereitet. Menschen starben allein, unter unwürdigen Bedingungen, hilflos und voller Angst. Angehörige durften nicht ins Krankenhaus, konnten nicht Abschied nehmen von ihren Verstorbenen. Ich hoffe so sehr, dass wir aus dieser Krise etwas lernen, dass wir umdenken und endlich Gott wieder einen Platz in unserem Leben, in unserem Land, in unserer Welt einräumen. Denn auch die Schöpfung leidet unter der Überheblichkeit der Menschen. Doch wir sollten nicht immer nur Corona denken, sondern auch die Wahrnehmung nicht verlieren für das, was sonst in der Welt geschieht. Das sind Kinder, die weinen, weil sie Hunger haben. Kinder, die auf der Straße leben, hilflos und jeder Willkür und Gewalt ausgesetzt, ausgeliefert. Das sind Männer, Frauen und Kinder, die unter Krieg leiden und auf der Flucht sind. Da ist Gewalt in den Familien hinter verschlossenen Türen. Und nicht zuletzt wir selbst. Wir sind heute auch zusammen, um einen weiteren Schritt des Loslassens zu gehen. Einen Schritt, der uns vielleicht sehr schwer fällt, weil die Angst viel zu groß ist, dass wir unsere Toten vergessen. Wie viele Tränen wurden unter uns geweint, nachts, wenn es keiner sieht und wenn die Einsamkeit über uns zusammenbricht. Nachts, wenn wir nicht mehr stark sein müssen für die anderen. Gott sieht jede Träne und er ist auch in der Nacht da, wo die Trauer am schlimmsten ist. Gott mit uns. Er lässt keinen allein. Und einmal wird das alles vorbei sein. Tod, Leid, Geschrei und Schmerz. Einmal wird Gott uns für immer in seine Arme schließen und unsere Tränen trocknen. Einmal werden wir bei ihm ankommen. Die Bibel beschreibt kein Paradies und kein Schlaraffenland. Sie ist viel nüchterner und damit viel realistischer. In der Ewigkeit fallen Ort und Zeit zusammen. Dann sind wir angekommen. Dort, wo wir hingehören und nie mehr weg müssen. Dennoch beschreibt der Seher Johannes den Ort, den er gesehen hat. Die Ewigkeit hat ein Gesicht. Und das ist mein dritter Gedanke. Wunderschön wird es dort sein. Wie eine geschmückte Braut, das himmlische Jerusalem, prächtig geschmückt mit Perlen und Edelsteinen. Und mittendrin der Thron Gottes, aus dem der Strom des lebendigen Wassers fließt. Überall Wasser, nie mehr Durst. Was muss das für ein Leben sein? Wie schön muss es dort sein? Was im Anfang wunderbar von Gott gemacht war, findet im letzten Buch der Bibel am Ende der Zeit seine Vollendung. Siehe, ich mache alles neu. Es wird keinen Zerfall mehr geben und kein Altern, keine Gebrechen und keine Ruinen. Alles wird schön sein, neu und unversehrt
und wiederhergestellt. Alle Sehnsucht wird gestillt sein. Im Himmel wird auch das Singen nicht mehr verboten sein, sondern es wird ein großer Lobpreis angestimmt werden für unseren Gott und für den Herrn Jesus. Ein Lied, das allen gefällt, das alle verbindet und das alle mitsingen können. Um es mit einem Weihnachtslied zu sagen, ei ja, wären wir da. Amen. Lasst uns beten. Großer, heiliger und barmherziger Gott, wir sehnen uns nach deiner letzten Offenbarung, in der es vor aller Augen klar werden wird, dass die ganze geschaffene Welt und ihre Geschichte, dass alle Menschen und ihre Lebensgeschichten in deiner gütigen und strengen Hand waren, sind und sein werden. Wir danken dir auch dafür, dass wir uns auf diese Offenbarung freuen dürfen. Wir bitten dich für alle, die das nicht glauben wollen, dass sie ihre Zweifel überwinden und Vertrauen fassen können. Das alles im Namen Jesu Christi, in dem du uns Menschen von Ewigkeit her geliebt, erwählt und berufen hast. Amen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht als Gesegnete im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.